Liebe Frauen und Männer, liebe SVP-Familie, wow, so schön zu sein, da zu sein. Da darf man noch reden, wie man will, denken, wie man will, und es gibt in der Pause Bratwurst und Bier und nicht irgendwelche veganen Würstchen oder was es sonst schon alles gibt. Und das in der Stadt Zürich, der Roman Kilchsberger hat es vorher gesagt, der Genderwahn und Woke-Wahnsinn von den Grünen und von den Linken in unseren Grossstädten, der nimmt immer groteskere Formen an. Was angefangen hat mit einem Genderstern und Mohrenkopf, nimmt Formen an, die man aber selber nicht mehr glauben kann. Und wir fragen uns ja alle jeden Tag, was kommt als Nächstes? Wo ist der gesunde Menschenverstand geblieben? Aktuelle Beispiele, die Jasskarten sind nicht gendergerecht. Warum? Weil der König mehr Punkte gibt und männlich ist als Dame. Und Gender besagt ja, dass man selber das Geschlecht wählen kann. Die Kinder sollen selber wählen können, ob sie Mädchen oder Buben oder Frauen oder Männer sind. Und das nimmt Formen an, dass ein Mann heute sagen kann, heute fühle ich mich als Frau, heute will ich in die Frauensauna. Und das, meine lieben Frauen und Männer, ist im höchsten Grad frauenfindlich. Das wollen wir nicht zulassen, dass das auch in der Schweiz in Zukunft möglich sein sollte. Oder im Sport, wo neuerdings Männer sagen, sie fühlen sich als Frauen und dann im Gewichtsheben mitmachen und sich lustig machen, dass sie über 90 Kilo mehr mögen lüpfen als eine biologische Frau. Und das alles, all diese Formen, werden von den Linksgrünen und von den linksgrünen Leuten in der Stadt toleriert und noch gefördert, inklusive ganz vielen Vorstössen, die auch in Bundesbern hängig sind. Die Einzigen, die sich dagegen wehren, ist die SVP. Wir sind die, die sich für eine Freiheit und die Eigenverantwortung von der Familie und von den Bürgerinnen und Bürgern von diesem Land einsetzen. Wir sind die, die sich für die wahre Probleme von diesem Land einsetzen und von den Leuten. Und nicht um Genderstern und nicht um irgendwelche Jasskarten, die jetzt nicht ganz gendergerecht sein sollten. Darum gibt es nur eine Antwort. Am 22. Oktober SVP wählen und denken daran, es braucht nicht nur im Nationalrat SVPlerinnen und SVPler. Ich freue mich auf möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aus der SVP, auch im Ständerat. Herzlichen Dank. Esther Friedli, grossen Applaus. Willst du noch ein bisschen bleiben? Ja, es ist mega. Aber wir kämpfen für dich und wir kämpfen vor allem für deine Söhne. Ja, aber dann komm, musst du auf Zürich kommen. Man kann es landesweit machen, glaube ich. Es gibt auch da in Zürich gute Leute, die sich für das einsetzen. Ja, ich weiss, das gibt es schon. Aber es hat mir Mut gemacht, das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ja, du musst vor allem, wir setzen uns eben wirklich ein, dass Buben noch Buben sein können und Mädchen können Mädchen sein. Also, dann nehmen wir das noch als Schlusssatz. Danke vielmals, Esther.